Human Design, Linien und Profile. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute in der Serie Your Unique Business, dein einzigartiges Geschäft, etwas mehr über die Linien und die Profile im Human Design oder gemäß Human Design bzw. 64 Keys erzählen, eben in Bezug auf Business. Was Grundlegendes vorweg, also so Dinge, die in anderen Videos schon gesagt wurden. Wenn wir davon ausgehen, wie entsteht überhaupt so eine Körpergrafik, so ein Chart? Das heißt, Planeten fixieren Tore ist gleich Hexagramme. Und zwar zum Zeitpunkt der Geburt entsteht die bewusste Persönlichkeit. Und zum Zeitpunkt, also circa 88 Sonnentage vorher, das unbewusste Design. Und jedes Tor besteht aus 6 Linien. Das heißt, wenn du dir so ein Hexagramm anschaust, gibt es da immer 6 unterschiedliche Ebenen, Linien. Und durch die Definition, jetzt eben zum Zeitpunkt der Geburt oder 88 Sonnentage vorher, wird eine Linie in diesem Tor fixiert. Wobei nicht nur eine Linie, sondern jede Linie kann noch eine von 6 Farben haben, jede Farbe noch eine von 6 Tönen, beziehungsweise es gibt dann auch noch 5 Basen. Das brauchen wir dann in den nächsten Videos hier jetzt eben mal nur kurz angedeutet. Und wir bleiben hier und heute auf der Ebene der Linien. Also es gibt dann noch darunter noch einiges, aber wir bleiben auf der Ebene der Linien. Und da schauen wir uns zuerst mal an, geht es um mich bzw. dich oder geht es um wir? Also geht es um jemanden persönlich oder um andere auch? Und zwar bei den Linien haben wir die sogenannten persönlichen Linien. Das sind die Linien 1 bis 3. Das heißt, immer wenn man eine Linie 1, 2 oder 3 definiert hat, dann geht es darum, mit dem eigenen Prozess beschäftigt zu sein. Der Fokus ist nach innen gerichtet und eben 1 bis 3. Und dann gibt es die transpersonalen Linien. Da geht es um andere, um die Interaktion mit anderen. Bei dem Persönlichen ist man beschäftigt und bei den Transpersonalen ist man wirkend. Das heißt, der Fokus ist nach außen gerichtet und es geht um die Linien 4, 5 und 6. Wenn wir das jetzt auf die Profile umlegen, habe ich jetzt hier nicht eine eigene Folie, aber die Profile setzen sich immer zusammen aus den Linien von der bewussten Sonne und der unbewussten Sonne. Das heißt, es gibt dann auch persönliche Profile. Das sind die Profile 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 3, 6. Dann gibt es noch ein siebtes persönliches Profil, das wir auch Transformationsprofil nennen. Das wäre das Profil 4, 6. Dann gibt es die sogenannte Juxtaposition oder eben ein fixiertes Profil. Das ist das Profil 4, 1. Und dann gibt es noch 4 transpersonale Profile, das ist 5.1, 5.2, 6.2, 6.3. Und wenn du dir die Profile anschaust, die ersten 7, also sowohl die 6 persönlichen plus das Transformationsprofil, da ist die erste Zahl kleiner wie die zweite. Das heißt, die bewusste Sonne hat eine niedrigere Linie als das unbewusste Design. Und ab der Juxtaposition ist es genau umgekehrt. Das heißt, die persönlichen Profile sind eher auf sich selbst bezogen und mit dem eigenen Prozess beschäftigt. Da geht eher der Fokus nach innen, so wie bei den Linien selbst, weil die Sonne in einer persönlichen Linie steht. Und bei den transpersonalen Linien haben wir eben diese zwei Spezialsachen, das Transformationsprofil und das Juxtaprofil, eben die Linie 4 im Profil, in der Sonne, in der bewussten Sonne, und die mit Linie 5 und 6 in der bewussten Sonne sind eben transpersonale Profile, so wie auch die transpersonalen Linien sind. Das heißt, da geht es immer um die anderen, um den Fokus nach außen, um sich mit anderen zu beschäftigen, nicht um sich selbst. Eine Übersicht vorweg jetzt noch zu den Linien, und zwar vom Hexagrammaufbau ist immer die Linie 1 ist immer ganz unten. Also darum habe ich es hier auch in dieser Reihenfolge. Linie 1 ist unten und Linie 6 ist immer die oberste Linie. Und hier hast du eben, wenn wir von der Motivation ausgehen, die Motivation Angst
bewirkt, dass man nach Grundlagen sucht. Und daher ist auch die Wirkung von Linien 1, da geht es immer um Grundlagen. Also sowohl jetzt in jedem beliebigen definierten Tor als auch in Bezug auf die Profile. Mit einer Linie 1 geht es immer um Grundlagen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, aus der Angst wird dann nach Grundlagen gesucht und dann entsteht ein Ergebnis, nämlich entweder Stärke oder Schwäche, je nachdem, wie man die Grundlagen aufbereitet, wie man sie verarbeitet und überhaupt. Linie 2 hat als Motivation Hoffnung zugrunde liegend, wobei diese Motivation, sage ich dann später auch noch, kommt jetzt nicht direkt aus der Linie, sondern aus der Farbe. Kommen wir gleich dazu. Linie 2 hat eben die Motivation Hoffnung und dadurch selektiert sie und es ergibt entweder Erfüllung oder Enttäuschung. Bei der Linie 3 habt ihr das Verlangen als Motivation. Die führt zu einer Aktion, weil wenn ich was verlange, wenn ich was will, dann muss ich etwas tun dafür. Und das kann dann von Erfolg begleitet sein oder von Scheitern. Bei der Linie 4 geht es um Bedürfnisse. Du siehst, das ist jetzt nichts mehr, was in sich selbst ruht oder aus sich selbst kommt, weil Angst, Hoffnung, Verlangen sind Dinge, die habe ich. Bedürfnisse habe ich wahrscheinlich auch, aber auch andere. Das heißt, da geht es auch schon darum, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, dadurch dann auch Einfluss zu bekommen und aufgrund dessen dann entweder eine Bindung einzugehen oder etwas abzulehnen. Bei der Linie 5 haben wir die Motivation Schuld als zugrunde liegende Farbe. Schuld ist in Form von irgendetwas oder irgendjemand ist schuld an etwas. Und da geht es dann darum, eine Lösung zu finden, die dann entweder in Anerkennung oder Verurteilung mündet. Und Linie 6 hat die zugrunde liegende Motivation der Unschuld. Das heißt, unschuldig auf die Welt blicken, nicht bewerten, nicht beurteilen, sondern eben unschuldig sich das anschauen, versuchen zu transformieren und dann eben eine Verbundenheit zu erreichen. Beziehungsweise bei manchen Menschen mit Linie 6 kann es auch den Eindruck von Abgehobenheit dann produzieren, bewirken, wie auch immer. Das heißt, es gibt viele Menschen, die eine Linie 6 im Profil haben, die dann eher irgendwie abgehoben wirken. Noch zusätzliche Anmerkung eben in Bezug auf die Motivation. Die Motivation betrifft jetzt nicht die Linienqualität, sondern die Farbe der Linie der Tore. Und die siehst du entweder in Charts bei den vier Pfeilen beim Kopf. Also es gibt so diese Gratis-Charts, kann sein, dass du es gar nicht siehst. Wenn, dann findest du sie bei den normalen Charts bei den vier Pfeilen beim Kopf, beziehungsweise in 64 Keys hast du es neben diesen Rs und Ls beim Kopf, die ja das gleiche sind wie die Pfeile, beziehungsweise auch im Bereich der Variablen. Ich habe dir hier jetzt eine Chartübersicht dargestellt. Das heißt, du hast links das Chart, da hast du oben dieses R und L, daneben hast du die Farben und daneben hast du die Töne. Und in der Mitte, auf der rechten Seite, hast du die Variable mit eben Motivation, Sichtweise, Hells und Umgebung. Und die anderen beiden Dinge sind eben aus anderen Ansichten von Charts herauskopiert. Das heißt, da hast du so kleine Pfeile, da hast du große Pfeile. In beiden sind jetzt nicht die Farben und Töne dabei. Darum habe ich am Anfang gesagt, wenn, dann sind sie da oben noch dabei. Ich weiß, es gibt ein oder zwei Softwaren, wo man es auch angezeigt bekommt, beziehungsweise wenn du mit MMI-Software von Jovan Archive arbeitest, kannst du es dann anklicken in der Software und kannst es anschauen. Okay, dazu mehr dann im nächsten Video. Das schiebe ich jetzt zwischen ein. Also im nächsten Video wird es über Motivation und Sichtweise gehen. Und eine generelle Anmerkung noch: alle Infos in meinen Videos betreffen jetzt sowohl dich als auch deine Kunden, Kundinnen. Weil ich ja sage, es geht ums Business. Das heißt, es geht ums Business insofern, dass du sagen kannst, okay, das liegt mir jetzt mehr oder das liegt mir jetzt weniger. Und wie sollte ich jetzt mein Business aufbauen? Aber du kannst auch auf der anderen Seite schauen und sagen, okay, welche Kunden, Kundinnen möchte ich? Jetzt vom vorigen her, von den Typen her gesehen,
von heute eben von Profilen und auch von allen weiteren. Also alles, was jetzt mit Your Unique Business zu tun hat. Diese Sachen, die ich sage, sind allgemein gehalten in Bezug auf Business. Das heißt, es kann jetzt sein, dass du sagst, okay, das hilft jetzt mir in meinem Job, weil ich weiß, wo ich stehe. Oder auch, das hilft dir jetzt in deinem Business, weil du eben auch weißt, wen du jetzt als Kundin, als Kunde wirklich haben möchtest. Gehen wir weiter, beginnen wir jetzt mit den Details. Das heißt, bei der Linie 1 geht es um Grundlagen. Soweit sind wir schon mal gewesen. Und zwar von den Elementen her ist es der Erde zugeordnet, die Linie 1. Es geht um Neugierde, es geht um Hunger nach Wissen, um Streben nach neuen Erkenntnissen. Und von Körper her sind die Knochen, Muskeln, Immunsystem mit der Linie 1 stehen sie in Verbindung. Und wenn du jetzt auf jobtechnisch die Linie 1 anschaust, dann hast du eben jetzt von Begrifflichkeit von 64 Keys ja den investigativen Forscher. Es ist, Menschen mit Linie 1 sind so Archetypen von Lehrer, Forscher, Experten. Also es geht immer, mit Linie 1 geht es immer um Grundlagen, um Erforschen oder auch um Lehren. Menschen mit Linie 1 reagieren auf klare Anweisungen und wünschen sich geradlinige Strukturen und brauchen Sicherheit. Meine Meinung zur Linie 1, also ich habe auch alle meine Datensätze angeschaut. Die meisten Menschen, die ich in meiner Datenbank habe mit Linie 1, sind jetzt eher in Jobs. Zwar in schönen und guten Jobs und auch in Führungspositionen, aber die wenigsten davon sind wirklich selbstständig. Also nur das auch so, aufgrund der Angaben, die ich habe, und das sind in der Zwischenzeit über 1000 Datensätze, die ich kenne, die eine Linie 1 dann auch im Profil haben, die sind eher in Jobs und nicht selbstständig. Wenn aber Business jetzt, wenn du dir ein Business aufbauen möchtest, wichtig eben Sicherheit, Grundlagenanalyse. Das heißt, du brauchst wirklich Grundlagen. Du musst dir sicher sein, dass das jetzt auch wirklich das Richtige ist, dass du das kannst. Auch diese innere Sicherheit, dass jetzt Selbstständigkeit das ist oder ein Business aufbauen, das ist, was du wirklich möchtest. Und Menschen mit Linie 1 haben eben oft ein Thema mit Umsetzung. Das heißt, da gibt es schon ein theoretisches Empire, was aber dann nur schwer oder überhaupt nicht realisiert wird. Das heißt, wenn du eine Linie 1 im Profil hast, egal ob vorne oder hinten, wobei vorne ist eben bewusste Persönlichkeit, da wirkt es sich noch mehr aus, ist es wichtig, dass du wirklich ins Tun kommst. Weil das ist eben der Stolperstein von Menschen mit Linie 1 im Profil, dass sie eben nicht ins Tun kommen, dass sie nicht in die Umsetzung kommen. Also da dir auch bewusst sein, wenn du eine 1 im Profil hast, überlegen, ob jetzt nicht ein gut bezahlter Job, wo du wirklich Grundlagen erforschen kannst oder lehren kannst, ob der nicht besser passt, als wenn du dich wirklich jetzt selbstständig machen würdest. Nur so mein ganz persönlicher Hinweis, Tipp am Rande. Wem betrifft jetzt Linie 1? Linie 1 betrifft das Profil 1.3, das ist der Held. Profil 1.4 ist der Vertraute. Jetzt die Begrifflichkeiten von 64 Keys. Beim Held haben wir eben kühner Veränderer, experimentierender Forscher, als die beiden Begrifflichkeiten von eben normalen klassischen Human Design bzw. 64 Keys. Und bei Profil 1.3, das sind die Stehaufmännchen. Das sind Stehaufmännchen, die auch optimal geeignet sind für Testpiloten und so, Beta-Tester und so. Also die wirklich sich dann reinknien und wirklich die Grundlagen erforschen bis ins tiefste Detail. Und wenn Menschen mit Profil 1.3 irgendwo einen Kurs buchen, dann ist es wichtig, dass sie auch wissen, es gibt noch ein Mastery-Level. Also so nach dem Motto, nach diesem einen Kurs ist es jetzt nicht aus, es kann dann für mich noch weitergehen. Also
wenn du etwas anbietest und auch Menschen mit Profil 1.3 ansprechen möchtest, dann mach's auf unterschiedlichen Ebenen. Also so irgendein Einstieg, dann so Basisausbildung und dann Fortgeschrittenen und. Also immer dieses, es kann noch weitergehen. Also Profil 1.3 als Kunde, Kundin ist, ich möchte dann die Möglichkeit haben, noch mehr davon zu bekommen. Und was auch wichtig ist, Menschen mit Profil 1.3 verschaffen sich neue solide Grundlagen über die Selbsterfahrung. Das heißt, du hast ja die drei dabei, dieses Try and Error, und von daher eben selber ausprobieren. Selber ausprobieren. Und wenn du jemanden mit Profil 1.3 sagst, greif nicht auf die heiße Herdplatte, dann wird binnen kürzester Zeit diese Person auf die heiße Herdplatte greifen, weil sie muss es selbst erfahren. Und ja, mit 3.5 dann greift so oft drauf, bis dann wirklich drauf kommt, dass es nicht anders wird. Aber wir sind jetzt bei Profil 1.3, das heißt, verschafft sich solide Grundlagen über die Selbsterfahrung. Und beim Profil 1.4 haben wir eben kühner Netzwerker bzw. beeinflussender Forscher. Da holen sich, also Menschen mit Profil 1.4 holen sich die benötigten Grundlagen aus dem Netzwerk. Die müssen es jetzt nicht selbst erfahren. Nicht dieses Try and Error von der 3, sondern aus der Community oder aus dem Netzwerk. Die holen sich ihre Grundlagen aus dem Netzwerk, lernen also auch aus der Erfahrung anderer Menschen. Zusätzlich zu dem, dass auch sie Stehaufmännchen und so sind. Also was anders ist, ist eben, die Grundlagen kommen nicht unbedingt aus eigener Erfahrung. Das andere trifft trotzdem auch zu. Kommen wir zur Linie 2. Das Talent wird dem Element Wasser zugeordnet. Da geht es um Rückzug, um talentierte Kreativität, ist aber auch selektiv in der Zusammenarbeit mit anderen. Also jemand mit Linie 2 im Profil arbeitet nicht mit jedem zusammen. Egal ob Business-Anbieter oder Kunde, Kundin. Also sind selektiv in der Zusammenarbeit mit anderen und vom Körper her sind die Sexualorgane zugewiesen. Im Job selektives Talent ist der Archetyp von Guru, Einsiedler, Naturtalent. Das heißt, mit Linie 2 ist es am besten, irgendwo in einem stillen Kämmerchen machen zu lassen. Das Problem an Menschen mit einer Linie 2 im Profil ist, sie erkennen ihr eigenes Talent meist nicht selbst. Das heißt, für die ist das, was sie tun, selbstverständlich. Und erst wenn dann Menschen von außen kommen und sagen, wow, du kannst das, ich kann das nicht und das ist so toll, dann kommen sie erst drauf, dass sie ein spezielles Talent haben, aber sie selbst halten es für selbstverständlich. Das heißt, sie brauchen auch eben dann diesen Input von außen, dass sie ihr eigenes Talent erkennen. Also sie brauchen die Rückmeldung von außen, hey du, das, was du da machst, ist jetzt total super. Auf der einen Seite im Business, auf der anderen Seite auch jetzt als Kunde, Kundin auch wieder gesehen. Das heißt, die brauchen auch immer wieder Bestätigung, wenn sie etwas wirklich gut können. Vom Business her Linie 2, Selektion, Entwicklung, Anwendung. Das heißt, jemand mit Linie 2, der ein Business betreibt, wird sich jetzt eher spitz positionieren. Die werden jetzt nicht so einen Bauchladen anbieten, sondern die haben eben wirklich ihre Schiene, ihr Talent. Sie brauchen auch Rückzug und Zeit für sich. Also die können jetzt nicht durchmachen, auch nicht, wenn sie sakral definiert sind. Sie sind Experten und Expertinnen in ihrer Nische und sollten sich auch ganz spitz positionieren. Das heißt, Menschen mit Linie 2 im Profil sind wirklich die, wo es in eine ganz bestimmte Richtung geht, in der sie eben Experte sind, Expertin sind, wo sie auch dann selektieren, was aus diesem Bereich, womit wollen sie sich wirklich beschäftigen und das entwickeln sie auch weiter.
Profile mit Linie 2 sind jetzt das Profil 2.4, das ist in 64 Kiss die Primadonna, und das Profil 2.5 ist die Koryphäe. Profil 2.4 ist eben selektiver Netzwerker bzw. beeinflussender Eremit aufgrund der Bezeichnungen der beiden Systeme. Menschen mit Profil 2.4 arbeiten selbst mit Mentor oder Mentorin. Das heißt, die haben selbst auch einen Mentor, auch wenn sie ein Business anbieten. Sie suchen sich ihren Mentor, ihre Mentorin und sind darin sehr selektiv. Am liebsten arbeiten sie 1:1 und das mit Tiefgang, mit Deep Dive. Und sie wissen genau, was sie wollen. Also ganz anders wie Menschen mit einer Linie 1 im Profil. Hier geht es jetzt wirklich darum, was will ich, was brauche ich und mit wem will ich. Und das aber ganz tief, jetzt aber nicht in Bezug auf Grundlagen, alles erforschen, sondern eher wirklich auch emotional und von einer Expertise her ganz tiefgehend. Und sie warten darauf, entdeckt zu werden. Also die prangern sich jetzt nicht an, die sind jetzt nicht diese Rampensau, wie man so schön sagt, sondern die machen ihr Ding und gehen davon aus, dass sie irgendwann mal entdeckt werden. Beim Profil 2.5 haben wir jetzt den selektiven Problemlöser bzw. den ketzerischen Eremit. Eremit eben in Bezug auf Rückzug und die agieren auch oft aus der zweiten Reihe. Ich habe jetzt geschrieben, intrinsische Motivation bedeutet jetzt, man kann sie von außen nicht motivieren. Sie brauchen innen drin die Motivation, um etwas zu tun, aber sie können nicht von außen motiviert werden. Bei Menschen mit Profil 2.5 haben wir manchmal das Thema des Perfektionismus. Sie suchen nach dem besonderen Seinszustand. Kommen wir zur Linie 3. Linie 3 ist Try and Error. Ich habe hier jetzt jemanden, der eben mit Rucksack auf Wanderschaft ist, also wirklich auch diese Abenteuerlust und dieses Ausprobieren. Von den Elementen ist das Element Feuer zugeordnet. Die wollen alles ausprobieren, haben Lust auf Abenteuer, Freude an der Abwechslung. Vom Körper her Darm und Bauch und von den Zentren her eben Milz und Solarplexus. Und was alles dazu gehört. Menschen mit Linie 3 im Job, erfahrener Aktivist, also aktiv tun, sind die Archetypen von Wissenschaftler, Priester, Materialisten. Sie brauchen Abwechslung und Flexibilität, abenteuerlustig, anpassungsfähig, ausdauernd. Das heißt, wenn du einen Menschen mit einer Linie 3 an ein Fließband stellst, wird der oder die auf Dauer nicht glücklich werden. Sie brauchen Abwechslung, sie brauchen Flexibilität, sie brauchen unterschiedliche Bestätigungen, Beschäftigungen. In Bezug auf Business, Erprobung, Erfahrung, Materialisierung, das heißt, sie müssen etwas selbst erproben, selbst erfahren, um es dann auch materialisieren zu können, in Materie bringen zu können. Sie sind Stehaufmännchen, das hatten wir bei 1 auch schon, aber hier jetzt auch, sie sind Stehaufmännchen, lernen und entwickeln sich durch Selbstexperimente, das heißt, sie probieren auch alles selbst aus. Und sie bewirken durch ihr Tun Veränderungen und Verbesserungen. Betreffend tut es die Profile 3.5, der Troubleshooter und 3.6, der Individualist. Profil 3.5 ist erfahrener Problemlöser bzw. ketzerischer Experimentierer. Die haben am liebsten Do-it-yourself-Workshops, wo sie in ihrem Tempo das machen können, was sie wollen, nämlich auch, okay, ich habe nochmal, sie lieben Abenteuer, aber sie überspringen auch einzelne Schritte. Darum sage ich, wo sie tun und lassen können, was sie wollen. Das heißt, wenn die einen Do-it-yourself-Workshop kaufen mit 7 Modulen, kann sein, dass sie 1, 2 und 6 durchmachen und den Rest später oder gar nicht. Also die wollen jetzt nicht so ein Schema F, sondern die wollen da auch flexibel sein.
und lieben auch kurze Retreats im Ausland. Also es darf nicht zu lang sein, weil dann wird es wieder eintönig. Aber so kurze Retreats und das noch dazu im Ausland von wegen abenteuerlustig, das ist jetzt so die optimale Weiterbildungsform für Menschen mit Profil 3.5. Und sie bieten ungewöhnliche Lösungen. Also das auch noch, egal, wenn ich jetzt gerade am Business denke, wenn ich sage, okay, Beratung oder Problemlösungssituationen. Ich war mal als Berater im EDV-Bereich tätig und da sind auch so Troubleshooter, so, die finden ganz einzigartige und ungewöhnliche Lösungen. Das heißt, egal zu welchem Thema, sie sind eben auch die Troubleshooter. Das heißt jetzt auch von Richtung Business und wie ziehe ich ein Business auf, eher so in Richtung, ich löse deine Probleme. Beim Profil 3.6, beim Individualisten, haben wir das erfahrene Vorbild bzw. den vorbildhaften Experimentierer. Auch die wollen keine Regeln, also die wollen überhaupt keine Regeln. Beim Troubleshooter, beim 3.5 geht es gerade noch, wenn die die Freiheit haben, die Reihenfolge zu verändern, passt es. Bei 3.5, die wollen überhaupt keine Regeln. Die sind jetzt die optimalen Beta-Tester, wenn sie irgendwo eben eingesetzt werden, wo sie Fehler finden, die eben noch kein anderer Mensch vorher gefunden hat, die eben auch den Überblick haben, um diese Fehler aufzuspüren und benennen zu können. Also Menschen mit Profil 3.6 sind optimale Beta-Tester, egal in welcher Position. Und sie finden eben im persönlichen Erproben heraus, was der Transformation dient. Also das persönliche Erproben ist eben die Linie 3. Und im Endeffekt geht es darum, zur Transformation zu kommen und eben die Transformation einzuleiten durch die Linie 6 im Profil. Dann haben wir die Linie 4. Bei der Linie 4 geht es um Community. Menschen mit Linie 4 wollen unbedingt eine oder mehrere Communities. Das Element, das zugeordnet ist, ist die Luft. Dabei geht es eben, Linie 4 geht es um Herzensenergie, um intrinsische Wirkung, also wieder von innen heraus die Wirkung und haben auch oft sehr hohe moralische Ansprüche. Vom Körper her ist Brust und Atmung zugeordnet und die sind auch anfällig für Parasiten. Beim Job, offener Netzwerker, Archetyp von Prophet, Opportunist, Freundschaft, erkennt Bedürfnisse und Gelegenheiten, entfaltet Einfluss auf Basis von Vertrauen in sie. Das heißt, wenn jemand Vertrauen hat zu jemandem mit einer Linie 4 im Profil, dann ist das auch eine solide Basis, um arbeiten zu können. Und in Bezug auf Opportunist, eben jetzt nicht, sie richten nicht das Fähnchen nach dem Wind, sondern opportunistisch. Sie machen das Beste aus jeder Situation. Und Thema Business, Öffnung, Kontakt, Beziehung. Da heißt, da geht es immer um Beziehung. Sie arbeiten gern im persönlichen Kontakt, brauchen eigene Community oder einen Tribe oder einen Clan, was auch immer. Und es geht um Integrität, Sanftheit und Ehrlichkeit. Wen betrifft jetzt diese Linie 4? Du erinnerst dich ganz am Anfang an diese Darstellung. 1 bis 3 waren die personalen Profile und das vierte ist so zwar schon transpersonal, also eins personell und das andere transpersonal, aber sie haben beide eine gewisse Sonderstellung. Das heißt, wir haben das Profil 4.6 ist der Schöngeist und das Profil 4.1 ist der Fels, so quasi der Fels in der Brandung. Beim Profil 4.6 haben wir einflussreiches Vorbild oder vorbildhafter Beeinflusser. Es geht immer um Community. Menschen mit Profil 4.6 lieben Fragen, auf die sie dann antworten können, beziehungsweise sie wollen eben anderen helfen und sie dabei unterstützen, was jetzt wieder durch Fragen eben initiiert wird. Das heißt, wenn Fragen kommen, dann möchten Menschen mit Profil 4.6 auch helfen und die anderen dabei unterstützen. Und was ganz wichtig ist, sie wollen ein Teil des großen Ganzen, sich als Teil des großen Ganzen fühlen können.
Demgegenüber ist eben der Profil, das Profil 4.1 ist das ist der Fels in der Brandung. Dieses Juxtaposition-Profil, das ist die einflussreiche Autorität oder der forschende Beeinflusser, weil hier jetzt wieder die 1 mit im Spiel ist. Und ja, ich habe geschrieben Setting Standards, das heißt, im Prinzip, Menschen mit Profil 4.1 gehen her und sagen, okay, da gibt es diese ganzen personalen Profile, die durchlaufen wir mal. Dann schauen wir durch die 4.6, wie wir in die Transformation kommen können. Und Profil 4.1 fixiert dann diese Standards. Das heißt, der definiert Standards, indem er all das hernimmt, was bis jetzt war, fixiert alle persönlichen Erkenntnisse und schafft daraus neue Grundlagen. Weil eben wieder die 1 hinten dran ist. Also aus der Community, aus dem Netzwerk, aus allem, was die 4 ausmacht, nimmt er alle persönlichen Erkenntnisse, fixiert sie und er schafft daraus neue Grundlagen. Es ist so eine Zwischenstufe eben zwischen personellen Profilen und transpersonalen Profilen. 4.6 ist eben die Transformation dieser ganzen persönlichen Dinge. Und 4.1 fixiert dann alle diese persönlichen Erkenntnisse, um daraus neue Grundlagen für die Gemeinschaft zu schaffen. Dann haben wir die Linie 5, da geht es um Lösungen. Das Element ist Äther. Es sind die Helden. Menschen mit Linie 5 sind immer die Helden. Mutiges Voranschreiten brauchen klare Abgrenzungen jetzt aus sich selbst heraus. Das heißt, dadurch, dass viele Menschen auf sie projizieren, müssen sie sich klar abgrenzen. Also sie brauchen jetzt nicht irgendwelche Strukturen und Ordnung, ganz im Gegenteil, aber sie brauchen in sich diese klare Abgrenzung, was will ich nicht. Von Körper her, Nervensystem, Hals und die sind anfällig für Viren. Jobtechnisch gesehen lösungsorientierter Generalist, also Lösungen und aber generell jetzt nicht auf ein Thema oder auf eine Methode fixiert, sondern lösungsorientierter Generalist. Archetyp von Ketzer, Verführer, Boten. Praktische Lösungen mit weitreichender Wirkung und Weitblick, der Allgemeingültiges zutage fördert. Das heißt, hier haben wir jetzt eben diesen Weitblick und diese weitreichende Wirkung. Ich habe es mal so verglichen, eben Profil 4, also Linie 4 im Profil ist eher so 1:1 Arbeit. Bei der Linie 5 hätte ich gesagt so in Gruppen und 6 wäre dann global. Also jetzt nur so als Anhaltspunkte, als Eselsbrücken. Also 4 ist dieser 1:1 Kontext. 6 ist dann das globale Wirken und 5 ist dazwischen so in Gruppen und weitreichende Wirkung und Weitblick, der Allgemeingültiges zutage fördert. Im Business haben wir Präsentation, Verallgemeinerung, Verbreitung. Da habe ich jetzt auch angeführt, diese hohe Erwartungshaltung anderer Menschen gegenüber Menschen mit einer Linie 5 im Profil. Ist organisiert, realistisch, praktisch und optimal ist alles so in Richtung Kommunikation, Marketing und Vertrieb, weil sie eben Lösungen bringen können, weil sie eben eine weitreichende Wirkung haben, weil sie eben Allgemeingültiges zutage fördern und das auch kommunizieren, ausdrücken können. Aber immer aufpassen, andere Menschen erwarten oftmals mehr, als man sich selbst zugesteht, beziehungsweise als man selbst auch wirklich realisieren kann. Also sie sind realistisch genug, um jetzt nicht alles, was auf sie projiziert wird, auch wirklich glauben machen zu müssen, sagen wir es mal so. Das heißt hier jetzt auch nochmal diese klare Abgrenzung, wenn du jetzt im Business als der bist oder die, die das Business betreibt, immer auch schauen, dass du jetzt nicht zu tief in irgendetwas reinschlitterst, was aus der Community kommt. Also dass du dich nicht zu angreifbar machst, dass du dich nicht zu sehr reinhängst in die Thematiken deiner Kunden, deiner Kundinnen. Welche Profile betrifft es? Es betrifft das Profil 5.1, den Erlöser, beziehungsweise Profil 5.2, den Experten.
Beim Profil 5.1 haben wir weise Autorität oder forschender Ketzer. Sie sind hyperloyal, aber auf sie wird eben projiziert. Sie entwickeln Machtvorteile, also speziell Menschen mit Profil 5.1, arbeiten auch teilweise in hyperexklusiven Formaten oder lieben auch hyperexklusive Formate. Und sie schaffen praktische Lösungen fürs Kollektiv. Beim Experten, beim Profil 5.2 haben wir das weise Talent oder den zurückgezogenen Ketzer, weil eben die 2 wieder dabei ist. Da geht es um Differenzierung, Sonderlösungen für spezielle Fälle resultierend aus dem eigenen Talent. Das heißt, durch das Profil 5.2 haben wir das eigene Talent, das man möglicherweise nicht selbst erkennt. Aber jetzt vom Profil 5.2 her eben, durch dieses eigene Talent können Sonderlösungen für spezielle Fälle erkannt werden und auch erschaffen werden. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, etwas zu lernen und auszuprobieren, sondern wirklich aus dem eigenen Talent zu schöpfen und daraus Sonderlösungen zu schaffen und allgemein verfügbar machen. Dann haben wir noch eine Linie, und zwar die Linie 6. Da geht es um global, also um globale Wirkung. Hier habe ich jetzt neue Erde als Element, also nicht mehr die Erde von der Linie 1, sondern eine neue Art von Erde. Es geht um Vogelperspektive, Teil von etwas Größerem, Erkennen von Lücken im System, beziehungsweise eben körpermäßig Kopf, endokrines System, und die sind anfällig für Toxine und Schadstoffe. Vom Job her vorbildhafter Visionär, Archetyp von Rollenvorbild, Buddha Natur, Weisheit, strebt nach diesem Ideal des Rollenvorbilds. Und ich habe dann noch die drei Lebensphasen auf der übernächsten Folie. Aber da jetzt mal nur eben so, Linie 6 ist jetzt schon über drüber. Jetzt, wenn du dich erinnerst an die Motivation, da geht es um Unschuld, unschuldig aufs Leben schauen. Da will man nichts mehr unbedingt. Das heißt, da steht man schon, teilweise steht man schon irgendwie drüber, sie hat eine Vogelperspektive und schaut aus einer Metaposition aufs Leben und möchte eben nur mehr als vorbildhafter Visionär eben dieses Rollenvorbild verkörpern. Vom Business her geht es um Transformation, Veränderung, Individualisierung. Linie 6 hat oftmals Antworten auf noch nicht gestellte Metafragen. Das heißt, diese eben Visionäre, die etwas erfinden, entdecken, woran noch keiner gedacht hat, eben noch nicht gestellte Metafragen. Und die finden eben Antworten darauf, Menschen mit Linie 6. Es geht um Vorbildführung, Ehrlichkeit. Und manchmal wirken Menschen mit einer Linie 6 etwas abgehoben. Welche Profile betrifft es? Es betrifft das Profil 6.2, den Leitstern, und das Profil 6.3, Innovator. Beim Profil 6.2 haben wir eben vorbildhaftes Talent oder zurückgezogenes Vorbild. Sie suchen nach dem großen Überblick oder einzelnen Puzzleteilen. Also in diesem großen Überblick dann eben auch wirklich das, was vorher auch bei der Linie 6 schon gesagt habe, dieses, dass sie Lücken im System finden. Das heißt, sie suchen dann einzelne Puzzleteile, die jetzt noch fehlen. Sie sind am wenigsten loyal und committed und haben aber immer individuelle Spezialisierungen unabhängig vom Ergebnis, weil eben wieder die 2 dabei ist, dieses Expert, also dieses Talent. Sie haben eben eine individuelle Spezialisierung, die sie ausleben, egal ob das jetzt zu einem Ergebnis führt oder nicht. Also die sind dann schon in einer Position, wenn wir auf Kooperationsprofile schauen, beziehungsweise eben auf Umgang mit Materie, mit Prosperität, dann haben wir hier dieses über der Materie stehen. Das heißt, das ist auch typisch für Linie 6, dieses schon den großen Überblick haben, in die Zukunft denken, für alle denken und eben nicht mehr unbedingt aufs Materielle bezogen sein oder auch
ganz extrem aufs Materielle bezogen. Also das ist, da ist Materielles theoretisch kein Thema mehr, kann aber dadurch erst recht wieder zum Thema werden. Weiß nicht, ob man das jetzt so versteht, wie ich es meine. Egal, kommen wir zum Profil 6.3, vorbildhafter Veränderer bzw. experimentierendes Vorbild. Hier haben wir die Loslösung, die Transzendenz, Materie verändern, auflösen und die Transformation des Materiellen. Also auch hier jetzt wieder, was kommt dann? Um nochmal zurückzukommen, auch auf 2027, wir haben jetzt im Kreuz der Planung die Linie 1 von Inkarnationskreuz, von der Fixierung der Tore. Und wir gehen dann zur Linie 6 ab 2027. Das heißt, auch hier haben wir eben dann dieses Transformation von Materiellen. Vielleicht wird es jetzt auch noch klarer, was das jetzt wirklich bedeutet, dieser aktuell stattfindende Umbruch. Das heißt, darum habe ich die zwei Sachen jetzt zusammenfließen lassen, dass eben auch die 2027 Themen immer in dieser Playlist mit drinnen sind, weil es unmittelbar eben auch immer wieder zusammenfließt. Okay, ich habe in der vorigen Folie gesagt, es gibt noch Besonderheiten von sechsten Linien. Und zwar sechste Linien haben Menschen mit sechster Linie im Profil, also sowohl 3-6, 4-6, 6-2 als auch 6-3, spüren die drei Lebensphasen besonders intensiv, sagen wir mal so. Die erste Lebensphase ist bis zum Saturn-Return, circa 30 Jahre. Hier leben wir wie die dritte Linie, also so Trial and Error. Also Menschen mit einer Linie 6 im Profil leben in den ersten 30 Jahren eine Linie 3 Qualität. Von 64 Keys in der Mediathek ist der Vergleich so schön, darum habe ich ihn auch übernommen. Es ist wie eine Raupe, die alles frisst, was ihr unterkommt. Dann haben wir die zweite Lebensphase zwischen Saturn und Chiron. Und da reflektieren wir die erste Lebensphase. Und das ist jetzt so, wie wenn wir am Dach sitzen und uns selbst beim Leben zuschauen. Wobei ich kann dir auch sagen, es wirkt in dem Moment nicht so. Du merkst es erst, wenn du vom Dach wieder runterkommst, dass du jetzt wirklich 20 Jahre eher zurückgezogen warst, im Gegensatz zu den ersten 30. Und mit Chiron kommst du dann eben wieder runter. Aber in der Zeit, wo du am Dach sitzt und dir selbst beim Leben zuschaust, lebst du natürlich schon auch, aber möglicherweise nicht mehr so intensiv wie in den ersten 30 Jahren. Und vor allem, du reflektierst immer auch schon sowohl das, was in den ersten 30 Jahren war, als auch das, was gerade passiert. Das heißt, du lebst nicht mehr wie die Raupe, die alles frisst, was ja zwischen das Maul kommt, sondern du lebst und reflektierst aber auch gleich, ob es dir gut tut oder nicht. Und hier haben wir eben diese zweite Lebensphase, eben der Vergleich mit der Verpuppung der Raupe. Und die dritte Lebensphase ist dann der Chiron-Return, das ist mit circa 50 Jahren. Da kommt man wieder runter vom Dach und geht in die vorbildliche Meisterschaft. Das heißt, Menschen mit Linie 6 haben auch immer irgendwas mit Rollenvorbild in der Beschreibung. Und da geht es eben darum, dann in die Meisterschaft zu gehen, also wieder runterzukommen, wieder wirklich das Leben voll auszukosten. Und da ist dann eben diese Entwicklung zum Schmetterling. Das heißt, von der ersten Lebensphase der Raupe, die alles frisst, diese Verpuppungsphase, wo man dann reflektiert, wo es fallweise auch weh tut, weil man dann draufkommt, dass man fallweise auch Dinge gemacht hat, die jetzt vielleicht nicht so angenehm waren. Und dann aber mit dem Chiron Return diese Entfaltung und Entwicklung zum Schmetterling. Ich habe dir hier jetzt die Profile im Überblick nochmal dargestellt. Die gab es auch schon im Workshop von 2019 in einer ähnlichen Form. Hier jetzt nur einmal auch der Überblick. Es gibt Grundlagenprofile und Übergangsprofile. Das heißt, oben die sechs Profile sind Grundlagenprofile und unten die sechs sind Übergangsprofile. Die sind seltener. Weil du musst dir vorstellen, dass eben die bewusste Persönlichkeit durchläuft, also die bewusste Sonne durchläuft in einem bestimmten Rhythmus jede Linie und das unbewusste Design. Und dadurch, dass das ja 88 Sonnentage zeitversetzt ist,
ist immer diese bewusste Persönlichkeit in einer anderen Linie als als das unbewusste Design. Und die unteren, die Übergangsprofile, die sind immer ganz selten. Wenn ich sage, in einem Tag durchläuft die Sonne jetzt ein Tor, ist nicht ganz so, aber wenn ich das so in etwa mir nur dann das vorstellen können, wenn die Sonne in einem Tag ein Tor durchlaufen, eine Linie in einem Tor durchlaufen würde, dann wären 3 Stunden davon dann diese Übergangsprofile. Und die restlichen 21 Stunden wären eben diese Grundlagenprofile. Das heißt, diese Übergangsprofile sind immer seltener, weil eben nur kurzfristiger diese Kombination zustande kommt. Und du hast eben die personalen Profile, die theoretisch bis 4,6 gehen. 4,1 ist dann die Juxtaposition und 5 und 6 sind dann die transpersonalen Profile. Nur eben auch jetzt dieser Überblick nochmal. Ich werde dir unten auch noch das Video verlinken vom alten Workshop über die Profile. Dort geht es dann noch etwas intensiver um die einzelnen Linien und Profilqualitäten. Ich habe mich hier jetzt mehr eben auf Job und Business, was in diese Richtung wichtig ist, konzentriert. Das war's für heute. Wie geht's weiter? Ich habe schon angekündigt, im nächsten Video geht es um Motivation und Sichtweise in Bezug auf Business. Und ich freue mich jetzt, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn es dir gefallen hat, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke einschaltest. Und falls du Fragen hast, einfach in den Kommentaren stellen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.